Sie hören als nächstes einen Ausschnitt aus einer Aufnahme in Luxemburg vom 6.9.1986. Nach der Meldung des Vermittlers spricht die Stimme, die sich als Konstantin Raudive bezeichnet und Bezug nimmt auf die Durchsage, die am 10.6. in Grosseto erfolgte: Die Abstellkammer ist letzte. Stimme unter dem Namen Konstantin Raudive. Guten Abend, liebe Freunde. Guten Abend, liebe Kollege Sinkowski. Guten Abend. Die auf unserer Seite freuen uns. Sie heute Abend hier begrüßen zu können. Sie wissen, Kollege Sinkowski, dass der Mensch von eigener Hin- und Hergerissen wird zwischen extremen Polen. Und so flüchtet er am liebsten vor allem, was mit dem Begriff des Todes zu tun hat. Sie haben den Satz empfangen von der Abstellkammer. Ja. Es muss einmal gesagt werden, solange sie das Problem des Todes nicht gelöst und das Sterben Menschen möglich gemacht haben, ist der ganze Fortschritt der Menschheit nicht viel wert. Sie bleiben bis zu diesem Zeitpunkt halb bewusste Tiere. Guten Abend, lieber Kollege Senkowski. Wir auf unserer Seite freuen uns, Sie heute Abend hier begrüßen zu können. Sie wissen, Kollege Senkowski, dass der Mensch von heute hin und her gerissen wird zwischen extremen Polen und so flüchtet er am liebsten vor allem, was mit dem Bereich des Todes zu tun hat. Es muss einmal gesagt werden, solange Sie das Problem des Todes nicht gelöst und das Sterben menschenwürdig gemacht haben, ist der ganze Fortschritt der Menschheit nicht viel wert. Sie bleiben bis zu diesem Zeitpunkt halbbewusste Tiere. Der Mensch als teilweise raumzeitloses Wesen gehört den verschiedensten Feldern und Dimensionen an.